erste Mal, wo ich zu Austria gekommen bin, war ich noch einiges jünger. Das ist mal schon der erste Unterschied. Und ja, damals haben wir halt, waren wir in der Regionalliga und haben halt andere Ziele verfolgt. Da haben wir den Aufstieg in die zweite Liga verfolgt. Und jetzt, wo ich gekommen bin, waren wir in der Salzburg-Liga und haben halt erstmal geschaut, dass man alles wieder, oder der Verein sich auf gesunde Füße stellt. Das war eigentlich der größte Unterschied. So vom Trainerteam, wie ist da der Unterschied? Ist ähnlich, weil wie ich damals gekommen bin, war der Thomas Hofer und der Christian Scheider Trainer. Und jetzt ist halt nur vom Christian die Position ein bisschen anders. Jetzt ist halt eher Cheftrainer. Aber so vom ganzen Trainingsaufbau und Umfang ist eigentlich ziemlich ähnlich wie damals. Okay, jetzt muss man ein bisschen erklären, was wir da eigentlich machen. Wir haben uns gerade in Halle getroffen, am Wifi. Das ist richtig. Und du hast vorher schon gesagt, du warst jung, wie du zu Austria gekommen bist. Jetzt könnte man sagen, jung und dumm gewesen vielleicht. Jetzt bist du ganz sicher ein bisschen schlauer. Was machst du da im Wifi? Einen Meisterkurs mache ich. Ich bin Tischler, also wir haben eine Tischlerei daheim. Und hab da, wie ich zu Austria das erste Mal gekommen bin, habe ich gerade mit der Lehre angefangen. Die habe ich dann abgeschlossen, habe jetzt ein paar Jahre daheim bei uns in der Schreinerei, bei uns heißt es eine Schreinerei, gearbeitet und habe mich jetzt im Jänner dazu entschlossen, dass ich einen Meister mache. Und das bietet sich da ganz gut an in Hallein, den Meisterkurs. So, zum Training relativ praktisch im Moment, oder? Ja, zur Zeit ist die Fahrzeit halt kürzer. Normalerweise muss ich immer von mir daheim halt ins Training fahren und so ist die Fahrzeit halbiert. Wie lange fährst du? Ich fahre ja, ins Training so 40 Minuten, 35, 40 Minuten. Verkehr ist in Halle nicht sehr viel besser als in Salzburg. Jetzt bist du Kapitän bei uns. Und das ist bei der Austria schon ein bisschen was anders als bei einem 0815-Verein, oder? Du hast ja ein bisschen den Vergleich. Ja, das stimmt auf alle Fälle. Jede Woche hast du viel mehr Zuschauer, du musst da, hast viel mehr, was heißt Termine, aber es sind so drumherum einfach mehr Veranstaltungen, wo du halt, wo du einfach vor Ort sein sollst und wo du auch mit den Leuten über das Ganze reden sollst, was bei uns abläuft und so. Ich finde das auch gut, dass du, dass so ein Zwischenglied, sage ich mal, fühle ich mich schon ein bisschen auch von Mannschaft zu Fans und so. Und ja, das ist auf alle Fälle bei der Austria ganz was anderes, wie wenn du zum Beispiel, weil du es schon angesprochen hast, jetzt in König Kapitän bist. Gerade König hast du ja auf deiner Vita stehen. Ja, das war leider nach unserem Zwangsabstieg damals. Ist beim Verein ein bisschen drunter und drüber gegangen. Hätte damals sogar mit dem damaligen Trainer, haben wir uns eigentlich schon geeinigt, dass ich bleibe für die Regionalliga-Saison. Und ja, sind halt dann, wie das damals war, leider die Verträge nicht gegenzeichnet worden und so. Und dann habe ich mich kurzfristig entschieden, dass ich zu Grödig gehe. Und ja, war im Nachhinein gesehen, war eine schöne Zeit dort, aber ist natürlich ganz viel schöner bei der Austria. Wir werden dich ja noch eine Zeit lang behalten. Du hast schon unterschrieben fürs nächste Jahr. Ja, bin ich auch froh, dass wir das im Winter gleich fixiert haben. Dann ist das einfach vom Tisch und man weiß, was man die nächsten Jahre, also von meiner Seite gern Jahre, macht. Das ist gut, dann nimmst du meine nächste Frage vorweg, wie dein weiterer Karriereplan in nächster Zukunft ausschaut. Ja, auf alle Fälle bei der Austria bleiben. Ganz egal eigentlich, wie es weitergeht. Dieses Jahr werden wir höchstwahrscheinlich, ist immer gefährlich, wenn man das schon, wenn jeder geht davon aus, ja, man steigt dieses Jahr auf und so. Nur haben wir ja am Samstag gesehen, so Ding ist das nicht. Wir müssen jetzt schon ein halbes Jahr unsere Leistung abrufen und dann schätzen wir, wenn wir aufsteigen. Aber ja, ist egal, welche Liga eigentlich, ich werde die nächsten Jahre, sage ich mal, sicher bei der Austria bleiben, weil es mir gut taugt. Ich bin da mit meiner Freundin in Salzburg, sind jetzt vor kurzem umgezogen nach Fürstenbrunn. Du hast deine Freundin gerade angesprochen, wir haben vorher, wollten wir den Sitz verstellen, was nicht gegangen ist, wegen einem Maxi-Kosi. Das heißt, ihr seid zu dritt. Ja, bald. Noch nicht, aber heute in der Woche ist Geburtstermin, 1. April. Das ist ein lustiges Datum, aber schauen wir mal.
wisst schon, was wird? Ja, Mädel. Du bist jetzt gesperrt am kommenden Wochenende. Ich kann mir vorstellen, das ärgert dich natürlich. Aber was hast du jetzt vor, was du am Spieltag machst? Auf der Bank wirst du nicht sitzen. Nein, komm mal zuschauen. Aber sonst, eventuell kommt das Kind am Samstag. Ich weiß mir nicht, wenn es kurz vorkommt, dann habe ich was anderes vor. Aber ich bin froh, dass du das jetzt sagst, dass das eigentlich Timing war. Und dass du da absichtlich die Gelbe abgeholt hast, damit du nicht diskutieren musst, ob es jetzt... Nein, das gar nicht. Habt ihr da vorher gesprochen drüber? Über was, wie es wäre? Dann hast du zum Trainer gesagt, du, hör zu, wenn ich spüre und es kommt das Kind, dann muss ich weg. Ja, auswechseln, das hilft nichts. Ich habe es ihm zwar noch nicht gesagt, aber ich hätte es ja gesagt. Aber... Gut, Christian Scheider hat ja Kinder. Ja, ich glaube, da ist er... Das hätte er schon verstanden. So oft kriegt man ja im Leben auch kein Kind. Und den Moment, glaube ich, den muss man... Ich weiß zwar noch nicht, aber ich glaube, dass es ein prägender Moment wird. Wir haben jetzt schon ein bisschen geredet über keine Gegner unterschätzen, wenn wir es so nicht ausgesprochen haben. Jetzt haben wir einen Auftakt ins Frühjahr gehabt am Samstag mit einer Leistung, die teilweise gut und teilweise schlecht war. Wie geht es da als Mannschaft um damit? Ja, wir haben es gestern besprochen beim Training. Der Trainer hat uns auch ganz klar gesagt, was er davon gehalten hat, von der Leistung. Und wir haben auch dann unter uns darüber geredet, dass eigentlich die erste Halbzeit aus unserer Meinung eigentlich in Ordnung. Und zweite Halbzeit kommst du nach der Pause raus und hast einfach, weiß ich nicht, so lethargisch, kannst da keinen ausnehmen, als waren alle einfach nicht, weiß nicht, nicht bissig, nicht in die Zweikämpfe und so kommt halt dann zustande, dass du innerhalb von 25 Minuten drei Tore auch gegen Golli kriegst. Und das müssen wir halt unbedingt schauen, dass wir das abstellen. Jetzt geht es am Samstag schon weiter und der Gegner ist jetzt, wenn man sich die Tabelle anschaut, kein schlechter. Stimmt, ja. Gute junge Mannschaft. Bin leider gesperrt. Aber wir haben es gestern angesprochen und ich glaube, dass wir, wenn wir unsere Leistung am Platz bringen und das über 90 Minuten, dann können wir auf alle Fälle in Kuchl am Samstag drei Punkte. Du bist jetzt gelb gesperrt. Wie sehr ärgert dich das, weil es eine Kritikgelbe war? Das ärgert mich nicht nur, weil ich gesperrt bin, sondern weil ich es zahlen auch noch muss an die Mannschaftskasse. Das kommt auch noch dazu. Aber ich bin da leider, jetzt war ich eigentlich schon alt genug, aber ich habe noch nicht wirklich daraus gelernt. Mir passiert jetzt immer wieder, dass ich wegen Kritik gelbe Karten kriege. Das ist halt, ist schon ärgerlich, wenn du sagst. Wobei, ein bisschen den Mund aufmachen und mit dem Schiedsrichter reden, das wäre ja eigentlich schon Kapitänsaufgabe. Ja, aber die Art und Weise halt, wie ab und zu, wobei es gar nicht so schlimm war am Samstag, aber ja, Schiri hat so entschieden. Du hast vorher schon gesagt, dass du es eigentlich ganz gut findest, wenn man bei der Austria ein bisschen mehr zu tun hat, nicht nur als Kapitän, sondern generell als Spieler. Ist das was die Anziehungskraft von dem Verein auch ausmacht? Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, das Ganze, einfach Austria Salzburg hat schon einen Namen im österreichischen Fußball, finde ich. Und egal, wie vorher schon gesagt, egal in welcher Liga hast du, ist auch egal gegen welchen Gegner, du hast immer Unterstützung bei jedem Heim- wie Auswärtsspiel. Und das können nicht viele Mannschaften halt von sich behaupten. Und wenn du dann als Spieler das Woche für Woche erleben darfst, sage ich mal, weil es hat schon manche Spiele gegeben, wo wirklich ein Erlebnis war, dann zeigt das auf alle Fälle und wer dabei, also im ganzen Salzburger Unterhaus gibt es nicht viele Vereine oder auch nicht viele Spieler, glaube ich, die zu Austria Salzburg unbedingt von vornherein gleich sagen, nein, würde ich nie machen, kann man nicht vorstellen. Jetzt nähern wir uns schon schön langsam im Stadion im Max-Glan. Die Anlage hat sich ja ziemlich verändert in den letzten Jahren. Mhm. Weil wie du gekommen bist, war das noch... Ja, da war noch die hinterm Tor die Tribüne nicht, wo der Kunst draußen war, der kleine Trainingsplatz. Dann Trainingsacker. Ja, Trainingsacker. Dann Flutlicht haben wir gehabt, also eigentlich nicht wirklich gehabt früher. Ja, das stimmt. Schaut ein bisschen anders aus.
Glasgow, die sind eigentlich immer zu spät. Ich wundere, wie das halt pünktlich sein. Wie ist da deine Aufgabe in der Mannschaft mit Leuten, die zu spät kommen? Ja, ist das dein Thema oder nein, ist das Thema vom Trainerteam? Kassier. Wer ist Kassier bei euch? Der Schnitzer Hansi. Ah. Wobei der eh relativ schleißig eingesammelt hat jetzt immer. Und das haben wir aber eh angesprochen, jetzt seit kurzem funktioniert es ganz gut. Servus. Ich habe gehört, ihr seid immer die Partie, die zu spät ist. Nein. Sicher, jeden Tag. Immer. So, jetzt kommt vielleicht spät. Ja, stimmt, immer einer, zur Sicherheit.